Entschuldigen Sie bitte, würden Sie mir Ihre Frau ausleihen? Wie bitte? Als Glücksbringer. Was haben wir zu verlieren? Ich bin reich, ich biete Sicherheit, ich habe eigentlich alles. Aber Sie haben etwas, was ich nicht habe. Ich glaube, es gibt Grenzen für das, was man mit Geld kaufen kann. Nicht viele. Manches kann man nicht kaufen. Und das wäre? Menschen kann man nicht kaufen. Wollen Sie behaupten, man könne Liebe nicht kaufen? Das klingt aber sehr nach Klischee, oder? Es ist absolut wahr. Dann wollen wir das Klischee mal testen. Angenommen, ich biete Ihnen $1 Million. Für eine Nacht mit Ihrer Frau. David, ich glaube, du willst, dass ich das mache. Wieso willst du es? Nein. Aber ich würde es tun. Für dich. Stell dir vor, was das Geld für uns bedeuten würde. Für unsere gemeinsame Zukunft. Es geht nur um meinen Körper. Nicht um mein Gefühl und nicht um mein Herz. Vielleicht gefällt es Ihnen sogar. Darauf würde ich nicht wetten. Wenn Sie mir gehören würden, dann würde ich Sie mit niemandem teilen. Es war Sex, David. Nur Sex, keine Liebe. Nur Sex. Eine Nacht vergeht schnell, aber mit dem Geld wären Sie saniert. Überlegen Sie sich's. $1 Million. Für eine Nacht.